Hallo zusammen, schön, dass du wieder bei Yoga mit Nina eingeschaltet hast. Heute habe ich einen kurzen, aber knackigen Vinyasa-Flow vorbereitet, der es echt in sich hat. Er orientiert sich sehr am Ashtanga-Yoga. Im Ashtanga-Yoga haben wir eine festgelegte Reihenfolge von Asanas, die für jeweils 5 Atemzüge gehalten werden. Ich habe mir ein paar Highlights rausgepickt. Wir halten sie für 3 Atemzüge. Wir starten auch wie im Ashtanga im Stehen mit den Sonnengrüßen, Sonnengruß A und Sonnengruß B. Und dann kommt mein eigener individueller Flow für euch. Als Peak Pose haben wir heute den Kopfstand. Schaut mal, wie es euch dabei geht. Wenn ihr euch schon sicher fühlt im Kopfstand, aber noch nicht ganz so sehr, dann lehnt euch da gerne gegen eine Wand oder stellt euch vor eine Wand. Wer sagt Kopfstand, no way, macht es den Delfin, blende ich aber dann auch noch für euch ein. Wer sagt Kopfstand, kein Problem, bedenkt es immer dran, es ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Ich will ehrlich zu euch sein, mein Weg nach unten war heute nicht sehr grazil, aber ich habe mir gedacht, ich schneide es jetzt nicht raus, sondern zeige euch einfach mal, dass es bei mir auch nicht immer rund läuft. Genau, das Ganze wird wie gesagt circa 25 Minuten dauern. Nehmt euch dabei selber nicht so ernst, habt einfach Spaß und Hilfsmittel benötigt ihr sonst keine, lediglich eure Matte und bequeme Kleidung. Und dann sehen wir uns gleich auf der Matte wieder. Ganz viel Spaß! Komm an den Anfang deiner Matte. Bring deine Füße zusammen, die Hände vor dein Herz und gib dir einen kleinen Moment, bei dir und deiner Praxis anzukommen. Finde Festigkeit und Stabilität im Boden. Verbinde dich mit deiner Matte. Dann atme tief ein und lösend wieder aus. Wunderbar. Lass uns beginnen. Atme ein, heb die Hände über den Kopf nach oben. Atme aus, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und aus, steig oder spring zurück, Yoga-Liegestütz und komm tief Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund und aus, herabschauender Hund. Bleibe hier für 3 Atemzüge. Einatmen, steige oder springe zwischen deine Hände, mach den Rücken lang und aus, ganze Vorbeuge. Atme ein, heb die Hände über die Seite nach oben. Und aus, Hände vors Herz. Großartig. Runde 2. Atme ein, heb die Hände weit über den Kopf. Atme aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und aus, bring die Hände zu Boden, steige oder spring zurück und komm tief Chaturanga. Atme ein, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Wieder für 3 Atemzüge hier. Dann atme ein, steige oder spring zwischen deine Hände, mach den Rücken lang und aus, ganze Vorbeuge. Einatmen, heb die Hände über die Seite nach oben und aus, Hände vors Herz. Sehr gut. Wir machen direkt weiter mit Surya Namaskar B. Atme ein, beug die Knie, heb die Arme nach oben, komm in den Stuhl, Utkatasana. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge und aus, steig oder spring zurück, komm tief, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund und aus, herabschauender Hund. Achtung, atme ein, dreh deinen rechten Fuß 45 Grad nach außen und bring deinen linken Fuß zwischen die Hände, heb die Arme nach oben, Krieger 1. Ein Atemzug hier und aus, Hände zum Boden, steig zurück, Yoga-Liegestütz. Komm tief, Chaturanga. Atme ein, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Atme ein, dreh deinen linken Fuß 45 Grad nach außen und bring deinen rechten Fuß zwischen die Hände. Heb die Arme nach oben, Krieger 1. Halte einen Atemzug hier.
Und atme aus. Bring die Hände zu Boden, steig zurück, Yoga Liegestütz. Senk ab, dein Chaturanga. Atme ein, heraufschauender Hund. Und aus, herabschauender Hund. Super. Wir bleiben wieder für 3 Atemzüge hier. Schau, dass du dich und deinen Atem wieder etwas beruhigst und immer so weit geht, wie es für dich passt. Dann atme ein, steige der Spring nach vorne zwischen deine Hände, halbe Vorbeuge und aus, ganze Vorbeuge. Einatmen, beug die Knie, heb die Arme über den Kopf, Utkatasana. Und aus, steh auf, Hände vors Herz. Runde 2. Einatmen, beug die Knie, Arme nach oben, Utkatasana. Ausatmen, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, steig oder spring zurück, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Atme ein, dreh deinen rechten Fuß 45 Grad nach außen und steig mit deinem linken zwischen deine Hände, heb die Arme, Krieger 1. Ausatmen, Hände zu Boden, steig zurück, Yoga Liegestütz und komm tief, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund und ausatmen, herabschauender Hund. Dreh nun deinen linken Fuß 45 Grad nach außen und steig mit deinem rechten Fuß zwischen die Hände, heb die Arme nach oben, Krieger 1. Und atme aus, Hände zum Boden, steig zurück, Yoga Liegestütz, komm tief, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Bleibe auch hier wieder ruhig für 3 tiefe und genüssliche Atemzüge. Vielleicht sind deine Fersen nun schon fast am Boden. Wenn nicht, ist das völlig in Ordnung. Konzentriere dich darauf, sie lediglich in die Richtung zu bekommen. Wunderbar. Atme ein, steige oder springe zwischen deine Hände, mach den Rücken lang. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Atme ein, beug die Beine und komm in Utkatasana. Ausatmen, streck die Beine, Hände neben den Körper. Prima. Mach nun mit deinem rechten Fuß einen Schritt nach hinten. Der Fuß zeigt gerade nach vorne, der linke ist parallel zum kurzen Mattenende. Atme ein, heb die Hände auf Schulterhöhe, zieh dich weit über dein rechtes Bein und klapp mit dem Ausatmen nach unten ab für Trikonasana. Der Blick geht zur oberen Hand und dein Rücken ist ganz gerade. Bleibe noch 2 Atemzüge so. Zieh dich mit dem nächsten Einatmen nach oben und lehn dich zurück. Öffne deine gesamte rechte Körperhälfte. Und atme aus, komm wieder tief, Trikonasana. Einatmen, komm hoch, lehn dich zurück. Und aus, letztes Mal tief, Trikonasana. Einatmen, zieh dich nach oben und dann vergrößere deinen Schritt für Virabhadrasana 2. Halte kurz hier, finde eine gute Position für dich. Drück dein rechtes Knie tendenziell etwas mehr nach außen, sodass du immer deinen großen Zeh sehen könntest. Dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Und mit dem Ausatmen lehn dich nach vorne für den seitlichen Winkel. Zieh die linke Hand weit über deinen Kopf und schenk dir hier mal ein kleines Lächeln. Atme ein, zieh dich nach oben und lehn dich wie eben zurück, diesmal für den umgekehrten Krieger. Jetzt lehnt die linke Hand auf deinem gestreckten Bein und die rechte zieht weit über den Kopf. Wir werden auch hier wieder dynamisch. Atme tief ein und mit dem Ausatmen lehn dich vor, seitlicher Winkel. Einatmen, komm nach oben, Reverse Warrior.
einmal ausatmen, komm tief. Und mit dem nächsten Einatmen komm zurück in den zweiten Krieger. Vinyasa. Kurbel dich windmühlenartig nach unten und komm in den Yoga-Liegestütz. Senk ab, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Schau zwischen deine Hände, steig oder spring nach vorne, mach den Rücken lang. Und ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, zieh die Hände über die Seite nach oben. Und aus, Hände neben den Körper. Andere Seite. Mach mit deinem linken Fuß einen Schritt nach hinten, quasi Richtung Mattenanfang. Jetzt ist dein rechter Fuß parallel zum kurzen Mattenende. Atme ein, heb die Hände auf Schulterhöhe, zieh dich weit über dein linkes Bein und klapp dich mit dem Ausatmen nach unten ab für Trikonasana. Der Blick geht wieder zur oberen Hand und dein Rücken ist ganz gerade. Bleibe wieder für 2 Atemzüge hier. Und atme ein, zieh dich nach oben, lehn dich zurück, spür, wie sich deine gesamte linke Körperhälfte öffnen kann. Atme aus, Trikonasana. Einatmen, komm hoch, lehn dich zurück. Und aus, letztes Mal tief, Trikonasana. Einatmen, zieh dich nach oben und dann vergrößere deinen Schritt für Virabhadrasana 2. Halte kurz hier. Und dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug und mit dem Ausatmen lehn dich nach vorne für den seitlichen Winkel. Zieh die rechte Hand weit über deinen Kopf und schieb die Brust weit nach oben. Öffne dein Herz. Atme ein, zieh dich nach oben, lehn dich wie eben zurück, Reverse Warrior. Und auch hier wieder kleine Dynamik. Atme tief ein und mit dem Ausatmen lehn dich vor, seitlicher Winkel. Einatmen, komm nach oben, Reverse Warrior. Noch einmal ausatmen, komm tief. Und mit dem nächsten Einatmen komm zurück in den zweiten Krieger. Wir fließen wieder durch ein Vinyasa. Kurbel dich windmühlenartig nach unten und komm in den Yoga-Liegestütz und tief Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Schau zwischen deine Hände, steig oder spring nach vorne, mach den Rücken lang. Ausatmen, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, zieh die Hände über die Seite nach oben. Und aus, Hände vors Herz. Mach nun einen großen Schritt zur Seite auf deiner Matte und komm in so einen Gerätstand. Die Zehen zeigen dabei gerade nach vorn. Atme ein, heb die Hände weit über den Kopf und aus, tauch ab, greif mit deinen ersten 3 Fingern deine großen Zehen und zieh dich so weit nach vorne unten, wie es dir möglich ist. Solltest du deine Zehen nicht erreichen, greif zum Beispiel deine Schienbeine. Mit dem nächsten Einatmen heb die Hände weit über deinen Kopf nach oben und aus, tauch ab, Hände zu Boden. Wenn möglich, wandere mit deinen Händen weit hinter dich und dann lass die linke Hand dort und wandere mit deiner rechten über vorne weit in Richtung von deinem linken Fuß. Wenn du ihn dann greifen kannst, beug dein rechtes Bein. Und verlagere das Gewicht nach rechts für einen intensiven Stretch der Beinrück- und Innenseite. Ganz genau. Dann löse auf, bring deine rechte Hand wieder nach hinten und wandere mit der linken weit über vorne zu deinem rechten Fuß. Dort angekommen, beug dein linkes Bein und verlagere das Gewicht nach links. Spür, wie sich deine gesamte linke Flanke öffnen kann und atme tief in diese intensive Dehnung hinein.
Großartig. Löse auf. Atme ein, bring deine Hände weit nach oben. Und aus, lass die Arme hängen, wackel deine Hüften mal so ein bisschen von rechts nach links und locker dich aus. Jetzt kommt unser Highlight, der Kopfstand. Wenn du ihn schon halten kannst, aber noch etwas unsicher bist, such dir eine Wand in deiner Nähe. Wenn du noch nicht bereit dafür bist, dann komm gleich in den Delfin. Ich blende diese Alternative oben für dich ein. Dann, wenn du den Kopfstand machst oder egal, was du jetzt vorhast, atme ein, heb die Hände weit über den Kopf, mach dich richtig schön groß und mit dem Ausatmen lehn dich nach vorn über. Verschling nun deine Finger ineinander und presse deine Handflächen ganz fest an deine Kopfrückseite. Verteil dein Gewicht nun tendenziell mehr auf deine Unterarme. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz lastet auf deinem Kopf. Wenn du dann eine gute Position hast, führ deine Beine über die Seite Stück für Stück nach oben in deinem Tempo. Schau, dass du kontrolliert und stabil bleibst, bis deine Beine gerade nach oben ausgestreckt sind und du in einer Linie im Kopfstand stehst. Dort angekommen, probiere zu halten für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und führe die Beine ganz langsam im Zeitlupentempo kontrolliert zu Boden. Atme ein, streck dich nach oben, zieh die Hände weit über den Kopf und aus, gib dir einen Schubser an den Anfang deiner Matte. Wunderbar, sehr gut gemacht. Wir kommen nun mit einem Vinyasa zu Boden. Atme ein, zieh die Hände weit über den Kopf. Atme aus, tauch ab, ganze Vorbeuge. Einatmen, heb den Blick, halbe Vorbeuge. Und aus, steig oder spring zurück und komm tief, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Schau nach vorne zwischen deine Hände, steig oder spring nach vorn und dann komm ins Sitzen. Wunderbar. Streck deine Beine weit nach vorne aus. Zieh noch einmal dein Sitzfleisch nach hinten oben, um wieder ganz verbunden mit deiner Matte zu sein. Richte deinen Oberkörper gerade auf. Atme tief ein. Und mit dem Ausatmen lehn dich vornüber und greif mit den ersten drei Fingern deinen großen Zehen. Der Blick folgt. Halte hier. Dann atme ein, mach den Rücken lang und aus. Greif die Außenseite deiner Füße und probier dich noch ein Stückchen weiter vorzulehnen. Der Blick geht wieder zu deinen Zehen und probier mit jedem Ausatmen ein Stückchen tiefer in diese Vorbeuge zu kommen. Großartig. Atme ein, mach den Rücken nochmal lang und atme aus. Probier mit deinen Händen, um deine Füße zu greifen. Wenn das nicht geht, bleib da, wo du eben warst. Schau wieder zu deinen Zehen und nutze den Atem, um eine gute Haltung für dich zu finden. Wunderbar. Löse mit dem nächsten Einatmen wieder auf und locker deine Beine einmal kurz aus. Dann komm von hier in den Grätschsitz. Richte deinen Oberkörper gerade nach oben auf und lehn dich mit dem Ausatmen vornüber und probier deine Zehen zu greifen.
Der Blick geht nach vorne, beziehungsweise zu deinem dritten Auge. Und wenn du deine Zehen nicht erreichst, dann bleib bei deinen Fußgelenken oder bei deinen Schienbeinen, was auch immer du da jetzt gerade hast. Halte kurz hier. Und jetzt Achtung, probier dir mal so einen Impuls nach oben zu geben und genauso wie du jetzt bist, die Füße in die Luft zu strecken für Achtung Zungenbrecher, Urdhva Upavishta Konasana. Mach dir nichts draus, wenn du nicht gleich auf direktem Weg hochkommst. Mache ich auch nicht. Wenn du dort oben angekommen bist, probier kurz zu halten und die Balance auf deinen Sitzbeinhöckern zu finden. Mach den Rücken ganz lang. Schieb die Brust nach vorne und halt. Super gut. Wenn du dich jetzt traust, komm genauso wie du jetzt bist, auf direkten Weg nach hinten auf deine Schultern. Bring die Füße quasi hinter dich für den gekrätschten Schulterstand oder Supta Konasana und halte hier für 5 ganze Atemzüge. Schau, dass du das Gewicht eher auf deinen Schultern hast, nicht so sehr auf deinem Nacken. Dann löst die Hände langsam von den Füßen, leg sie flach vor dir auf, um in die Fischpose zu kommen. Leg dazu dein Gesäß auf deinen Händen ab und bring deine Scheitelkrone auf die Matte, entspann deinen Nacken. Dann leg dich ganz flach am Rücken ab. Zieh deine Knie zu dir heran. Für unsere abschließende liegende Drehung hüpft dein Becken leicht nach rechts und lass die Knie auf Nabelhöhe zur linken Seite sinken. Leg gerne deine linke Hand auf deinem Knie ab und entspann dich hier in dieser sanften Drehung. Dann komm langsam wieder zurück zur Mitte, hüpf dein Becken leicht nach links und lass die Knie zur rechten Seite sinken. Spür diese wohltuende Drehung in deinem unteren Rücken und komm ganz zur Ruhe. Dann führ deine Knie zurück zur Mitte. Zieh sie nochmal ganz dicht zu dir heran. Mach dich mini klein zu einem winzigen Päckchen und halte kurz hier. Noch einen Moment. Und dann löse auf. Komm in Rückenlage. Finde in dein Shavasana. Löse dich von deinem geführten Atem. Gib dein gesamtes Gewicht an den Boden ab. Und gönn dir ein paar Momente in Stille, um deine Praxis würdevoll abzuschließen. Ich hole dich gleich wieder zurück.
Komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück zu dir. Fang an, kleine kreisende Bewegungen mit deinen Fingern und mit deinen Zehen zu machen. Werd dann ein bisschen größer, dreh die Handgelenke und Fußgelenke. Und dann fang dich mal an zu strecken. Zieh deine Hände weit nach oben und die Füße weit nach unten. Mach dich richtig lang. Mach das, was dir jetzt gerade gut tut, was du jetzt gerade brauchst. Und dann roll dich noch einmal auf deine Lieblingsseite. Bleib dafür einen kurzen Moment liegen. Und wenn du dann soweit bist, komm nochmal für einen kleinen Moment in einen aufrechten Sitz. Lass deine Augen noch geschlossen. Bring deine Handflächen zusammen und fang an, sie ganz schnell aneinander zu reiben, bis ganz viel Wärme entsteht. Und wenn deine Handflächen richtig schön warm geworden sind, dann halte sie über deine Augen. Spür, wie die Wärme an dein Gesicht abtritt. Und dann schenk dir nochmal eine kleine Massage über deine Augenbrauen und deine Schläfen. Wandere nach unten zu deinem Nacken. Massiere dich nochmal kurz dort. Und dann bring deine Hände auf deine Knie. Öffne ganz sanft deine Augen. Bedanke dich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich bedanke mich bei dir, dass du wieder mit mir praktiziert hast. Bis bald, deine Nina.